Hallo und willkommen bei Whiskey Waiter. Heute habe ich wieder einen Heaven's Door hier auf dem Tisch, den dritten im Bunde. Und zwar habe ich heute den Heaven's Door Double Barrel. Double Barrel, ja, wieder ein sehr schönes Flaschendesign, wieder ein von Bob Dylan geschmiedetes Eisentor. Das ist ja so dieses Markenzeichen, dass die Kunstwerke, die der Bob Dylan da in seiner Werkstatt produziert, dass die hier drauf so ein bisschen verewigt werden. Double Barrel, weil er eine zweifache Reifung genießt. Grundsätzlich ist der Whisky ein Blend aus drei verschiedenen Whiskys, amerikanischen Whiskys. Und diese wurden dann noch nachgereift, eine einjährige Nachreifung in ausgebrannten amerikanischen Weißeichefässern. Abgefüllt ist der Whisky mit 100 Proof, also 50%. Und ja, schauen wir mal. Der Bourbon hat mir sehr gut gefallen. Der Rye, der war auch nicht schlecht. Und jetzt bin ich mal gespannt. Der hier ist der teuerste im Bunde. Ich glaube, der Normalpreis liegt so bei knapp über 70 Euro. 73, 74, 75 Euro, irgendwie sowas. Ich habe letztens bei Scotia Spirit, die hatten so einen Summer Sale und hatten auf einige Whiskys einen guten Rabatt und dann hat der, ja, es hat gar nicht 20% weniger gekostet oder sowas auf deren Ladenpreis, oder ich meine 25%, und ich habe für den Anfang 60 Euro bezahlt. Habe ich auch geteilt, ist auch noch einiges verfügbar, interessanterweise. Der Bourbon, der war ratzfatz durchverteilt, vom Rye habe ich auch noch einiges und von dem habe ich auch noch einiges, ich war echt überrascht. Und jetzt hat der Sascha ihn auch in der Teilung gehabt. Und der war sogar noch günstiger im Preis. Der Sascha hat die Flasche irgendwo für 50 Euro geschossen. Wo der manchmal seine Preise auftreibt, das will ich gar nicht wissen. Aber sei ihm gegönnt. Ich freue mich natürlich, wenn dann auch in seiner Community gute Preise angeboten werden. Ich finde, er ist in der Nase am Anfang eher verhalten, also auch die 50%, aber auch die Aromenfracht, die da kommt. Ich hatte gerade vorher den Eagle Rare und der war so richtig intensiv im Aroma. Und dagegen hält der sich hier gerade echt zurück. Was ich habe, sind so ein bisschen getreidige Noten. Jetzt kommt noch so ein bisschen Karamell und Zitrus durch. Das, was er hat, riecht sehr schön. Auch kein bisschen Klebstoff. Wirklich eine frische Note, das gefällt mir echt gut. Kurz an Minze gedacht, aber ich glaube, ich bin tatsächlich eher bei Zitrus. Und dazu halt so diese getreidige Note. Also das riecht tatsächlich wie so ein frisch gebackenes Brot. Mit irgendwie was frisch spritzigem. Total komische Kombination, aber ich habe frisch gebackenes Brot mit Zitronensorbet und ein paar Minzblättern. Wobei Minze geht eigentlich. Jetzt kommen noch so ein bisschen etwas tiefere Töne, so ein bisschen in Richtung Holzigkeit oder Karamell gehend. Also riecht sich wirklich toll.
aber tatsächlich im Vergleich zu dem Eagle Rare, den ich gerade vorher hatte, echt verhalten. Was mir echt gut gefällt, ist diese Getreidenote, also dieses frisch gebackene Brot. Ich meine, das lieben wir Deutsche halt einfach, ne? So, wenn man morgens beim Bäcker reinkommt und es riecht schön nach richtig frischem Brot. Das riecht, als wenn man beim Bäcker tatsächlich so eine, so ein frisch gebackenes Brot, so ein Graubrot, da in der Theke liegen hat, was noch warm ist, was so ein bisschen dampft. Und daneben liegen die Zitronenrollen und die kann man auch riechen. Zum Wohl. Wunderbar herrliches Mundgefühl. Schön weich, richtig schön ausbalanciert. Dann wird er nach und nach trockener. Man merkt, er hat ordentlich Eiche. Und dann schluckt man ihn runter. Und es kommt ein würziger Antritt, ein kräftiger Antritt. Aber nicht übertrieben. Klassische Bourbon-Noten. Ein Hauch Klebstoff, tatsächlich doch. Aber auch hier Vanille. Karamell, Zitrus. Diese getreidige Note habe ich im Geschmack tatsächlich nicht so sehr. Dann kommt noch eine leichte Pfeffrigkeit dazu, wo man schon merkt, er hat ein paar Prozent mehr. Den hätte ich blind, hätte ich ihm zumindest nicht Anfang 40 gegeben, sondern ich glaube, bei den 48, 50% wäre ich auch gelandet. Aber sehr lecker, das. Das ist sehr ausbalanciert, das harmoniert alles gut miteinander. Da ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, dass das dominiert das Geschmackserlebnis. Passt gut zusammen. Jetzt nach dem ersten Schluck habe ich wieder so ein bisschen diese Klebstoffnote, die ich bei dem tatsächlich vorher im Aroma gar nicht hatte. Aber es kommt direkt wieder die Zitrus, es kommt direkt wieder das Getreide. Also gerade diese Getreidenote in der Nase, die ist klasse. Er hat einen kräftigen Antritt. Das muss man natürlich mögen. Aber ich finde, es steht ihm gut. Ich finde, die Nase ist deutlich besser als der Geschmack. Er ist ein leckerer Bourbon. Hat auch sehr viele eigene Facetten. Das ist jetzt nicht, wo ich sagen würde, oh, das ist typisch. Das ist genau, die schmecken alle gleich. Das ist es nicht. Bei dem finde ich tatsächlich gerade die Nase sehr spannend mit dieser Zitrus und der Getreidenote, aber auch im Geschmack findet man die Zitrus wieder. Man hat den würzigen und kräftigen Antritt. Man hat tatsächlich ein bisschen Pfeffer am Anfang, bevor dann halt die Zitrus, die Vanille, der Honig einsetzt. Und zum Ende hin nochmal so eine leicht würzige, aber trotzdem sehr milde, angenehme Note mitkommt. Ich finde tatsächlich interessanterweise zum Abgang hat er sehr, sehr wenig Tannine. Also er hat am Ende überhaupt keine Bitterkeit. Finde ich sehr schön, sehr angenehm. Muss ich sagen, sehr lecker. Also ich persönlich hätte, glaube ich, so diese kleine Pfeffrigkeit zwischendurch nicht so sehr gebraucht. Aber alles in allem, Nase ist echt eine Wucht. Antritt und Geschmack sind lecker. Abgang ist sehr gut, mehr als lecker.
Ich hätte mir, glaube ich, im Geschmack ein bisschen mehr Komplexität gewünscht, ein bisschen mehr so die Aromen, die ich in der Nase hatte, weil da waren richtig schöne Sachen bei. Er hat im Geschmack auch seine Anklänge und ist auch wirklich gut und lecker. Was mich stört, ist der Preis. Ja, die Bob Dylan Whiskys sind teurer, die haben natürlich, man braucht die Markenrechte, das ist so ein bisschen, Promi kostet halt auch immer extra und dazu diese doppelte Reifung. Aber wenn ich mir halt angucke, was es für gute Bourbons auf dem Markt gibt für kleinere Preise, ich sage, ich hatte gerade vorher den Eagle Rare, der irgendwas in den 30 € kostet und dann im Vergleich den daneben habe, der mindestens doppelt so teuer ist, dann ist er einfach ungefähr um die Hälfte zu teuer. Weil der Eagle Rare wäre mindestens für mich auf einer Stufe, wenn nicht sogar knapp vorne. Und dann frage ich mich, muss der Whisky unbedingt Mitte 70 € kosten oder hätten es nicht auch 50 € getan? Naja, das ist nicht meine Entscheidung, das ist auch nicht an mir, das irgendwie zu kritisieren, weil man weiß ja nicht, was dahinter steckt, wie die Reifezeit war und was bei der Reifung für diesen Whisky an Zusatzkosten entstanden sind, sei es das Flaschendesign, sei es das, ne, das die Rechte von Bob Dylan, sei es, dass man vielleicht im Herstellungsprozess irgendwie was anders gemacht hat, was mehr kostet, die frischen Eichenfässer, die Nachreifung oder. Es gibt ja da tausend Möglichkeiten. Mag ich alles nicht bewerten, halte ich mich raus. Ich bewerte den Geschmack und wenn ich den Geschmack im Auge habe und sehe, es gibt Whiskys für Mitte 20 bis Mitte 30 €, die sehr, sehr lecker sind. Was macht diesen Whisky so viel teurer, dass ich das zwei- bis dreifache für diesen Whisky bezahlen möchte? Und dann sage ich einfach vom Geschmack her nichts. Der wäre auch mit 35, 40 € gut. Dann wäre er auch in einer Kategorie mit dem Eagle Rare beispielsweise. So muss ich sagen, ist ein toller Whisky, absolut lecker. Gibt nicht viel dran auszusetzen und die Punkte, die ich ausgesetzt habe, liegen einzig und allein an mir, weil ich halt absolut nicht unbedingt der Bourbon-Trinker bin, sondern eher der Scotch-Trinker und noch beim Bourbon noch auf der Suche nach meinem Geschmack bin. Aber was den Preis angeht, sage ich einfach, da ist für mich nicht die qualitative Steigerung im Vergleich zu den normalen Bourbons, die diese Preisspanne rechtfertigt. Gut, jetzt seid ihr dran. Haut mal in die Kommentare. Wie findet ihr die Bob Dylan-Abfüllung? Habt ihr die alle drei schon mal probiert? Welche gefällt euch am besten? Ich glaube, es kommt jetzt sogar noch eine neue auf den Markt. Aber vor allem in Amerika. Ich meine, was war das? Redbreast Finish? Ich weiß es aber gerade nicht. Lasst mich mal wissen, wie steht ihr zu den Bob Dylan Whiskys und welcher gefällt euch am besten? Und was sagt ihr zur Preispolitik? Ich habe ja nur auch den einen oder anderen Experten hier in der Community. Wenn ihr da irgendwas zu wisst, warum dieser Whisky deutlich teurer ist, dann lasst mich mal wissen. Oder sind da einfach die Margen größer und man möchte einfach mit so einem Whisky mehr verdienen? Ich bin gespannt, was ihr mir unter das Video tippt. Ich freue mich immer über jeden Kommentar, wenn er nicht beleidigend ist. Das eine oder andere hatte ich da auch schon. Aber grundsätzlich ist es eine tolle Community und ich freue mich über alle, die aktiv dran teilhaben. Von daher immer, immer weiter so. Und jetzt haut auf den Like-Button, haut auf den Abonnieren-Button, schaut in meine Flaschenteilungsgruppe. Es gibt immer wieder coole Sachen. Wie gesagt, von dem ist auch noch was da, wer ihn probieren möchte. Wenn ihr in meiner Flaschenteilungsgruppe seid und in die Gruppenbeschreibung guckt, da findet ihr auch meine Sample-Liste. Da sind noch alle Teilungen aufgelistet, von denen noch etwas übrig ist. Gut, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.